Hey ho, Teil 2 vom Projekt Arcade. Ja, wir haben es jetzt kurz vor 1. Ich habe gut geschlafen. Hier mache ich gerade Ribs, Sous-Vide und dann auf dem Grill, aber leider kein Grillvideo dazu. Wird auch wenig Sinn machen, weil da habe ich ja letztens schon eins gehabt und zweimal dasselbe. Völliger Blödsinn. Hier hinten habe ich schon das Tor aufgemacht. Können wir also direkt reinlaufen, Licht anmachen und loslegen. Ja. Was mache ich heute in dieser Folge? Auf alle Fälle mal die Seitenteile zusägen, zurechtschleifen. Und wenn die fertig sind, werde ich hier gleich die Folie zurechtschneiden für die Seitenteile. Solange die noch einzeln da liegen, ist es definitiv leichter. Wieso, weshalb, warum, werdet ihr ja dann wieder im Laufe des Videos sehen. Und ach so, ja, das letzte Video hat etwas länger gedauert zum Hochladen, weil ich beim Rendern aus Versehen übersehen habe, dass es noch auf 4K steht. Deswegen ist es eine größere Datei. Ansonsten, diese Bastelvideos sind halt normalerweise nicht 4K, sondern nur in 1080p, aber sollte im Ganzen keinen Abbruch tun. Ich richte mir jetzt hier alles her, sprich Säge, Schraubzwingen etc. pp. Und dann legen wir mal los. Jedes Detail werde ich natürlich nicht zeigen, das wird dann wieder den Rahmen sprengen. Es reicht schon, dass der erste Teil eine halbe Stunde gegangen ist. Also ich richte mir jetzt die Sachen her und Attacke. So Leute, wo es geht, wo ich kann, werde ich natürlich mit der Tauchsäge sägen. Hier die Längen hier eben kann ich ja nicht komplett durchsägen, sondern nur bis zum bestimmten Punkt. Und die Rundungen auch, das wird halt dann mit der Stichsäge noch nachgesägt, ausgesägt. Genauso wie hier rein. Hier oben, ja, schaue ich dann, dass ich dann mit der Säge eintauche. Deswegen ja auch Tauchsäge. Und ja, ich säge jetzt so weiter mal vor. Öfters mal die Schiene versetzen, die ist hier unten fixiert. Und ich denke mal, das werden wir schon hinkriegen. Wenn ich mit der Sägerei komplett fertig bin, hole ich euch dann wieder hinzu und dann gucken wir, wie es weitergeht. Ja, und natürlich schön beide Teile mit den Schraubzwingen fixiert, dass die gleichmäßig werden. Leute, für mich ist es mit der Säge auch noch ein Lernprozess und naja, aber ich denke doch, es wird. Hier habe ich mal jetzt noch Holzklötzle rein, dass man das Brett nicht runterbrechen kann, wenn ich es hier gleich säge. Und ich würde mal sagen, hier wird es jetzt dann spannend. Gut, bei dem Schnitt hätte ich weiter hinten ansetzen können, aber ich sagte ja, das ist noch ein Lernprozess mit der Säge und jetzt säge ich mit der Kreissäge hier rein. Und ja, das übrig gebliebene Stück werde ich dann mit der Stichsäge sägen. Hoffen wir, ja, dass ich da auch halbwegs genau bin und das hinbekomme. Naja, ein bisschen mit dem Schleifpapier nacharbeiten und gut ist, hoffe ich zumindest. Das mache ich jetzt. Ja, das mache ich jetzt gleich, dass ich weiß, ob das ja sauber funktioniert. Ja Leute, sieht doch gar nicht so übel aus. Naja, ein klein bisschen verschliffen hier, aber da kommt ja das T-Molding eh drüber und ich denke, das können wir jetzt verkraften. Ja, dann schneide ich mal oben noch den Rest soweit aus. So Leute, wenn jetzt die Linse mittlerweile mit Holzstaub zu ist, kann ich auch nichts dafür. Ist mir auch relativ wurscht. Ich bin hier fleißig am Sägen. Und eins muss ich jetzt doch sagen, auch wenn ich jetzt sozusagen aus diesem Projekt einen David ausgeschossen habe, hat er mir dennoch geholfen.
Und zwar damit, dass er mir damals dringendst diese Tauchsäge empfohlen hat oder eine Tauchsäge und ich mir die Scheppach-Tauchsäge dann gekauft habe. Zuerst habe ich ja mir gedacht, scheiße, hätte ich mal normale Kreissäge gekauft, aber hey, die Tauchsäge ist so geil. Sprich, ich kann hier jetzt mittendrin zum Sägen anfangen, tauche ein und fahre dann entlang. Also da hat er mir doch ganz schön geholfen, weil ohne die Tauchsäge wäre ich hier jetzt wahrscheinlich aufgeschmissen. Ja gut, es war meine Idee, die damals zu kaufen und ich werde sie unten runter verlinken. Wer irgendwie sowas basteln tut oder so, kann ich so ein Teil nur empfehlen. Ja, ganz genau. Es ist vollbracht. Naja, vielleicht nicht ganz hundertprozentig für einen Schreiner, aber für mich auf alle Fälle, die Rundungen hätten etwas schöner sein können. Aber ey, ich bin vollkommen zufrieden. Ja, einen Fehler habe ich aber gemacht. Ich habe die Schraubzwingen vorher nicht sauber gemacht. Ja, mei, so ist es halt bei der Metaller. Deswegen wird jetzt die Seite links innen sein und unten dann rechts innen. Also sprich, wächst der Folie kleben. Okay, dann mache ich hier jetzt mal sauber. Überleg mal was, wo ich das Ganze dann komplett drauflegen kann, dass ich dann gleich einmal soweit die Folie zuschneiden kann, eben nur für die Außenteile. Ja, jetzt geht's halt ohne David doch nicht. Na gut, hätte auch jeder andere helfen können. Ich habe im Stadel noch eine riesengroße Holztafel stehen. Und er kommt jetzt dann mal ganz kurz vorbei. Dann holen wir die Holztafel raus, legen die hier auf Böcke und dann geht's weiter mit der Folie. Dauert mir schon wieder alles viel zu lange. Jetzt habe ich die Holzplatte selber rausgekramt. Naja, dann spanne ich nachher ein zum Wiederaufräumen. Leider nicht auf. Ein bisschen Überstand werde ich auf alle Fälle stehen lassen. Der wird dann ganz am Schluss weggeschnitten. So war das jetzt eindeutig leichter zuzuschneiden. Dann brauche ich am Schluss bloß noch die Folie nehmen und kann sie direkt drauf hämmern. Ja, Platte wieder weg und dann geht's ja auch schon mit irgendwas weiter. Ich weiß es noch nicht, wie ich weitermache, was ich weitermache, aber ich mache weiter.
Und jetzt kommt gerade der andere, gerade richtig zum Platte wegräumen. Haha. So, du Holzwurm, sag mal deine Meinung dazu. Ja, für sie. Ja, es kann schwer kommen. Die dürfen dich schon sehen, wenn sie dich sonst nicht sehen. Ah, für Metallschädel passt das schon. Ja. Ja, mit meinem Zeug halt gemacht. So, räumen wir die Platte wieder weg und dann bist du schon wieder entlassen. Ja, Gott sei Dank. Ja, das denke ich mal. Jetzt war ich echt am Überlegen, wo ich weitermache, aber ganz klar, Nutfräser. Ich muss vorne entlang die Nut reinmachen, so das C-Molding, weil später komme ich da irgendwie nicht mehr so richtig hin. Jetzt liegt das Ding da, sprich, ich werde jetzt mir meine Oberfräse schnappen, ich werde den einspannen, das ausmessen, dass ich genau die Mitte erwische. Ja, und dann das Fräsen anfangen. Ich hoffe, dass ich das hinbringe, Leute. Also, davor habe ich auch noch mal richtig Bammel. Haha, wie geil. Ich spanne das Ding ein und dann bricht auf der anderen Seite hier so ein Stück ab, aber Leute, wisst ihr was? Es dauert, bis das Video weitergeht. Das war so eine Billigfräse für 20 Euro oder was die kostet hat. Ich bestelle mir jetzt eine neue Oberfräse. Tja, so kann es gehen. Egal, kann ich draußen meinen Mist weitermachen. Und hier geht es halt dann erst weiter. Rein theoretisch. Vielleicht kann ich ja noch Leisten schon zusägen. Das könnte ich eigentlich machen. Ja. Ich kann Leisten zusägen, viel messen und zuschneiden. Ja, schauen wir mal, ob das ein anderes Video dann wird oder ob wir das noch in das Video mit reinpacken. Schauen wir mal. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschaikowski.